Lost Survival. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespielt, soweit ich was weiß. So, da das ja bestimmt wieder länger dauert, gehe ich noch mal ganz schnell Pipi machen und dann geht's los. Deswegen habe ich gerade auch eine neue Folge jetzt gestartet. Also das Ding jetzt wieder eine neue, andere, neue Folge rein. Geht gleich los. So, alle da? Yvonne? Ja, ich bin da. Gut. Ja, nee, aber deswegen habe ich ja gesagt, dass wir auch noch immer noch gut zu dritt hier spielen können, weil es gibt auch noch genug Sachen, die man zu dritt machen kann, wie Überlebenskämpfe zum Beispiel. Das sind auch wieder selbstgebaute Dinge. Da könnte ich auch noch mal ein paar Ja. bauen, wenn ich die Zeit dafür finde. Das ist halt immer das Ja, Problem. das ist ein heruntergeladener Überlebenskampf, Ja, ja. das ist das gleiche wie ja bei der Map. Eben bei meiner. Die musst du ja dann auch im Source Camp runterladen. Musst du ja freigeben erst und dann kannst du die runterladen. Ah, So. Yvonne kommt zu mir gekuschelt, ich freue mich. Officer Markey approved. Komm, wir machen zu dritt. Geh weg. Pass auf, da kommen sie. Ach, das ist. Nee, ist das nicht. Nee, ist es nicht. Das ist der Motorradclub. Das, wo wir hier gerade sind, ist der Motorradclub, Ja, ja. ja. Ich geh scheiße. Ich habe natürlich keine Anionsminen oder sowas. Kommt die nächste Truppe. Auch nochmal liebe Grüße an die ganzen Kommentarspackhaken da draußen. Ja, wir spielen gerne zusammen gegen NPC. Das macht großen Spaß. Ja, aber vielleicht ist genau dieser. Vielleicht war dieser Kommentar tatsächlich mehr oder weniger ein Hinweis, der uns ein bisschen ans Umdenken gebracht hat. Hier so ein bisschen bei uns mal aufzuräumen und umzustellen. So. Erledigt. So. Siehst du, was da unten steht, Yvonne? Mach für die nächste Welle die Beine breit. Was? Gut, dass mein Charakter eine Hose anhat. Den könnte man nämlich jetzt voll unter Druck gucken. Aber man könnte dem. Man kann dem auch oben. Yvonne? Ja. Ja. Ich riech dich bis hier drüben. Oh. Riecht halt fischig, ja? Ach. Nee, die ist einfach nur scharf. Ach. Das sind Lochmittel. Lochmittel. Ja, Lochmittel, genau. Auto. Also Motorrad wohlgemerkt. Motorrad, ja. Man muss aber dazu auch mal sagen, an sich sind diese Ideen mit diesem, du bist irgendwo eingesperrt und dann gibt es nur einen Eingang und dann wirst du überrollt, eigentlich ganz cool. Leider, und da können halt auch die Ersteller nichts für, ist für solche Sachen die KI von GTA einfach zu dumm. Ja, weil die dann nämlich alle Dankeschön. da vorne immer auf dem Haufen stehen bleiben und Warte sich mal. nicht rumbewegen. Oh, bitte. Wie ein hochgeflogen. Der eine glitscht erstmal durch die Mauer. Jetzt ist er weg. Hilfe.
Also du kommst ja nicht, wenn du raus aus dem Tor gehst, kriegst du direkt ein Dings. Ja, weil der Spielbereich angepasst ist, dass du nur bis zum Tor gehen kannst. Ja, hat schon funktioniert. So. Gehen wir mal da hoch. Leider gar nicht an Explosionswaffen, aber es kommt alles noch. Da kommt noch ein. Pass auf, da kommt rechts ein Lost Sven. Auto! Der hat auch gut so auseinandergenommen hier. Irgendwo rechts, rechts kommt einer, pass auf. Ja. Er läuft ums Haus drumherum, ums Clubhaus. Hol ihn mal. Genau, hol ihn mal runter. Was? Ja, ich bin ja weil. Ja, jetzt läuft jetzt. Ach, hier oben steht der Sack. Ah, oh, der steht oben auf dem Hausdach. Ach, ich sehe es. Der ist gerade hier runter, warte mal. Was ist denn der? Hab ihn in der Luft erwischt. Ich bin ja mit daher gelaufen. Gar nicht gesehen. So. Ja, dann haben wir hier mal eine Panzerfaust. Genau, das macht nämlich nur Yvonne. Finger weg von meinen Hupen. Du sollst dich dahin bücken, wieder doch. Genau, Yvonne, du sollst dich dahin bücken. Moin. Stimmt, sie hat kein Höschen an. Ah, Hilfe. Ist gar nicht so eine gute Idee, vielleicht da hochzugehen. Ernsthaft? Links von mir? Der war doch auch schon auf dem Gelände. Ja. Ein Heli. Ein Schrapp-Schrapp. Ein Schrupp-Schrupp. Einmal Helikoptereltern, bitte. Machst du das, Yvonne? Ja, wir müssen jetzt auch was in die verdammte Rakete wollen, die Doktor. Alter. Treffst du den denn nicht? Der weicht aber geschickt aus, der Helikopter, muss ich mal sagen, ey. Jetzt hin, oder? Da. Das gibt's doch nicht! Geht doch. Ich hab einen Blutfleck mitten auf der Stirn. Lol. Alter. Der Kampf mit dem Helikopter. So. Schön, so eine Weste. 5. Ja, da ist noch einer hinten. Ich brauch erstmal einen Snack. Oder hat sie.
Da kommen sie doch schon alle angedackelt. Oh, war ein Psychos. Du hast es erfasst. Ich hab sie angefasst, ja. Der Ruf rief gerade Cocksucker und ich will einen weiblichen Charakter. Deswegen die sagt gerade Herz erfasst. Tschüss, Auto. Okay, ich kümmere mich um die Nelly. Wenn sie uns kommt. Ja. What? Hast du gerade gesehen, wie der geflogen ist, Kev? Aber so. Bleiben sie denn? Officer Maki sagt, legt die Waffen nieder und ergebt euch! Erledigt. So. So, jetzt brauche ich wieder mal ein bisschen. Ich frage mich, was sie wollen, Gammert. Die ist beschäftigt, so. Nebenbei so. Yvonne spielt mal. Finger an den Controller, Yvonne, nicht an was anderes. Ich weiß, du denkst gerne an mich, aber das ist übertrieben. Sie hat Yvonne spielt mit zwei verschiedenen Waffen gleichzeitig. Wieder tot? Nein, du bist nicht tot. Du hast einfach nur das, was der vorhin gesagt hat, sehr ernst genommen. Der hat gesagt, Cocksucker, deswegen legst du dich für die Kerle hin, die hier gerade angerannt kommen. Ja, nee, ist klar. Gangbang-Style. So nötig hat das auch nicht. Alter, wie die alle schreien, wie die kleinen Babys. Ich übertreib's gerade ein bisschen, ich weiß. So, du bist ja schon wieder da, Kev. Ich merk das schon. Kann ich dich jetzt wieder flach legen? Warte ich vor. Das ist die perfekte Welle. Aber jetzt auch hat er 10 Willen. Alter, ich wollte jetzt schon wieder aufpassen, weil meine Energie schon wieder so runter ist, ey. Ernsthaft? Ich war doch nicht mal in Deckung. Ich stand hinter der Tonne, aber in der Mitte von der Tonne, also es hätte gar nicht passieren können. Ich wollte gerade Energie aufladen. Okay. Oh Gott, der schleicht sich an, ich sehe dich, du Sau. Links von dir ist einer, ne, Yvonne? Ich weiß. Nee. Ich höre, glaube ich, ein Heli irgendwo.
Aber die kommen alle von der. Einer steht in der Tonne vorne. Aber zur Hölle kam der her? Wie kann der mich da holen? Aua. Wenn du gerade den Heli wegmachen willst und dann stirbst dadurch. Ja gut, das konnte ich dann auch nicht mehr auffangen. Nicht kannst du. Doch, frag mal Yvonne, was ich alles kann. Ja. Ja, passiert. Genau, masturbiert, oder was? Ja, ich gerne. Ein Taschentuch, du Vollidiot, meine Güte. Was? Ein feuchtes Tuch. Ein was? Das macht schon heute noch in diesem Jahrhundert, meine Güte. Aber ich spiele heute das Beste da drin überhaupt. Keine Übersetzung.